Es war einmal vor langer Zeit, das behaupte ich ganz ohne Neid, ein Spiel, das hieß Child of Light. Und das spielen wir heute hier im Kanal bei den Spielkindern. Hallo Tia. Hallo Dennis. Muss ich jetzt auch so reimen? Wir versuchen es auf jeden Fall, so oft es geht, denn wir haben einen Knall. Wir sind leider nicht so poetisch wie die Macher dieses Spiels bei Ubisoft. Das ist gerade erschienen. Es ist ein... Ups, da kommt immer so ein Demo-Bildschirm, wenn man eine Minute nichts drückt. Das wurde mit der gleichen Engine gemacht wie die aktuellen Rayman-Spiele, diese sehr hübschen 2D-Jump'n'Runs. Mhm. Und das hier ist aber kein Jump'n'Run, auch wenn es im ersten Moment auch so aussieht, von links nach rechts laufen und so weiter. Es ist ein Rollenspiel. Es war ein relativ episches, großes Rollenspiel à la Final Fantasy oder so. Aha, aber von links nach rechts habe ich bisher noch nichts gesehen. Richtig, es ist... Dann müssen wir mal in das Spiel reinspielen. Es ist zudem sehr märchenhaft und wird viel gereimt dort, in Versen gesprochen, deswegen haben wir das jetzt auch gemacht. Es wird auch gelacht, ich drücke A. Klingt für mich wunderbar. Oh, da kommt erst das eigentliche Menü. Ich drücke auf neues Spiel. Normal, schwer ist uns zu viel. Ja. Und wir können es zu zweit spielen tatsächlich, soweit ich das mitbekommen habe. Denn unsere Hauptperson hat noch einen Begleiter und den kann dann der zweite Spieler spielen. Kind, geh nun zu Bett. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Von Lemuria, einem längst vergangenen Reich. Und einer Maid, die den Ruhm musste wählen. In Austrias Kronland einst ein Herzog regierte. Ihm ward Aurora zur Tochter geboren. Einer geheimnisvollen Herzogin Kind. Der Vater hatte sie zum Liebling erkoren. Allein zog er das Mädchen groß. Nie bereitete er ihr Schmerz. Doch einsam suchte der Herzog Trost und verlor in einer Nacht sein Herz. So nahm das Schicksal seinen Lauf. 1895 zur Osterzeit. Musikanten spielten für den Herzog auf, die neue Braut an seiner Seite. In der Nacht fiel Aurora in Schlaf. Der Kamin brannte nicht mehr heiß. Ein Schauder breitete sich aus. Ihr Körper war so kalt wie Eis. Am Morgen fand man sie starr. Erloschen war Auroras Licht. Ihr Vater weinte und flehte. Doch einen Zweifel gab es nicht. Aurora war tot. Sie sagte kein Wort. Und doch, es war einmal vor langer Zeit, da erwachte sie an wundersamem Ort. Müssen Prinzessinnen immer Aurora heißen? Das ist irgendwie witzig. Wir haben gestern erst Maleficent gesehen mit Angelina Jolie, der Disney-Film, der jetzt gerade im Kino läuft. Und da heißt ja die Prinzessin auch Aurora. Das scheint ein normaler Prinzessinnenname zu sein. Boah, ist das schön. Das kennen wir ja schon aus dem Startbildschirm. Richtig. Sehr schöner so Aquarell-Zeichenstil so ein bisschen, ne? Ubisoft. Die machen in letzter Zeit so viele so tolle kleine Spiele. Das ist richtig krass so. Ich meine, genau jetzt zur selben Zeit kommt gerade Watch Dogs raus von Ubisoft. Das ist halt so das absolute Gegenprogramm irgendwie, oder? Zu dem Spiel. Ja, naja, es wurde jetzt hier von, weiß ich, 15 Leuten gemacht. Es hat einen süßen 2D-Aquarellstil, wird gereimt in Versen, ist total künstlerisch. Und auf der anderen Seite hast du halt... Der große Blockbuster. Das 100-Millionen-Dollar-Spiel. So, ich bin Aurora. Das passt nicht ganz ins Raster. Also Aurora ist in einen tiefen Schlaf gefallen, der ohne Zweifel bedeutet, dass sie tot ist. Was schade ist, weil ich spiele ungern Tote. Bin ja kein Zombie, normalerweise. Ich laufe jetzt hier mal nach links, weil man das halt normalerweise nicht macht, aber irgendwie kommt mir das gerade cool vor. Da ist auch ein Schild. Links zum Dornenbaum. Siehst du, also musst du doch nach links. Verdammt, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe rechts was verpasst. Also ich kann hüpfen und durch die Wälder schlüpfen. Ups, hier ist auch was. Rechts zum alten Kloster. Dann gehen wir doch erstmal zum Kloster, wenn ich jetzt schon hier bin. Ah. Also aktuell kann Gia noch nichts machen. Ich spiele jetzt gerade, weil wir haben ja jetzt hier noch keinen Begleiter oder sowas. Nehmen wir an, das kommt erst noch. Den kann man dann wohl aber auch mit der Maus spielen, weil man da nicht so viel machen kann. Also der hat jetzt nicht irgendwie 30 verschiedene Aktionen, sondern der kann halt nur so 2-3 Sachen machen. Ah. Kann ich da hoch? Nee. Eine geheime Tür. Die öffnet sich nur Tür. Nur Tür. Sehr gut, Schatz. Komme ich da irgendwie hoch zu dem? Irgendwie nicht. Hallo. Hey du.
Reim ist nicht meine Leidenschaft, weil sie zu viel Leidenschaft haben. Ah, jetzt kannst du doch hoch. Ja, ich bin nur falsch geworden. Es ist gehüpft. Das ist gehüpft wie gesprungen. Da bin ich doch glatt falsch gehüpft und gleich wieder runtergeschlüpft. Guck mal, das neigt sich hier so. Das macht mich gar nicht froh. Das war ein Griff ins Klo. Yo, Bro. Das ist hier rechts zum alten Kloster. Immer noch, genau. Bin hier mal gespannt. Wir sollten uns nicht mit ihr anlegen, sie kann das eindeutig besser als wir. Oh, guck mal. Warum ist da kein Gesicht dran? Stimmt, bei Game of Thrones wäre jetzt ein Gesicht. Sie wünscht sich, es wäre ein luzider Traum, dann könnte sie erwachen. Hm. Oh, was ist das? Oh, guck mal, das bist jetzt du, Schatz. Oh, bin ich eine Fee? Ja, du bist so ein kleiner Blob. Wer spricht? Glühwürmchen. Ich fort mit dem Tau. Nein, das bin ich. Das sprichst du das. Ich fort mit dem Tau von der Wange. Das steht euch nicht, entstellt euch sehr. Ein Glühwürmchen? Jetzt wird mir bange. Mein Mahl war heute wohl zu schwer. Essen klingt gut, doch bin ich verwirrt. Kennt ihr vielleicht eine Aurora? Sicher, Herr, ich bin sie. Ein Herr, seid ihr nicht eine Signora? Oder ein Kind der hiesigen Flora? Hör auf mit deiner Narretei. Ich bin Aurora, sage ich dir. Ha, hab ich's doch gewusst. Also dann folgt mir. Die Gesichtsausdrücke von dem Blob sind irgendwie süß, ne? Eine Dame wartet. Eine Seherin mit Haar lang wie ein Bach. Mit Haut aus Moos und leuchtendem Blick. Vielleicht weiß sie, wie ich aus diesem Traum erwache. Wie sie das Reimschema sogar im Dialog durchziehen, ne? Dass immer die zweite und die vierte Zeile sich reimen muss. Das ist ja das Reimschema von dem Spiel. Offensichtlich. Wie cool, dass sie mitbekommt, der hat jetzt drei Verse gesprochen, jetzt muss ich mich auf den zweiten beziehen. So denken die da in dem Märchen. Finde ich sehr schön. So, jetzt folgen wir mal dem Glühwürmchen. Kannst du ihn jetzt schon steuern? Ja. Also Gia kann jetzt mit der Maus ihn steuern und genau, steht da ja auch nochmal. Dann nachher brauchst du halt nur die beiden. Ich kann Blitze machen mit links. Oh, was ist da? Guck mal da hinten. Oh, ein Riese. Der ist aber nur im Hintergrund. Gut. Nanu, was tragen denn diese Äste? Keine Ahnung, ich sehe gerade nicht. Wusstet das sind Wünsche. Wünsche des Lichts in dunkler Nacht. Der Goldgelbe führt zu noch größerer Pracht. Cool, dann nehme ich die noch mit, oder? Ich nehme sie. Ja, ist gut. Wünsche sind köstlich, los, greif zu. Okay. Okay, ich muss die sammeln. Sind das vielleicht sowas wie irgendwie so Erfahrungspunkte, Blobs oder so? Kann ich die sammeln? Weiß ich nicht, nee. Ich glaube nur das, was so leuchtet. Kannst du mit den Maustasten irgendwas machen? Na, mit links blitze ich immer so. Blitzi, blitz. Jenseits des Baumes unseren Weg liegen muss, okay. Doch können wir dorthin nicht fliegen? Ach, da komme ich nicht durch. Gefangen, die Tür ist versperrt. Ein rundes Zepter, ein durchsichtiges Gefäß. Die Lösung ist klar wie Kristall. Herr Glühwürmchen, entflammt das Gesäß. Aber wir kennen uns doch kaum. Nun mach, dann werden wir schauen. Achso, also es sind diese drei Zepter, die hier stehen. Guck mal, damit das Glühwürmchen leuchtet. Das kannst du da so leuchti-leuchti machen. Nicht einsammeln, ich muss weiterkommen. Kannst du ein bisschen weiter? Ja, mach ich. Ja, danke schön. Deucht, dir fleucht. Ach, guck mal jetzt. Ach, das ist da rechts. Boah, ist ja eine coole Mechanik. Mitte? Bist du runter? Ja, sehr schön. Tada! Ich bin ein nützliches Glühwürmchen. Wir können weitergehen, Herr Glühwürmchen. Wer lässt nur eine Tür zustehen? Der Baum ist erhellt. Das gefällt.
Wer sie wohl war, das frage ich mich. Nimm dieses holde Schwert an dich. Wer hat gesprochen? Etwa ein Geist? Die Dame des Waldes hier verkehrt. Yay, König Arthur-Style aus dem Stein. Auch sehr märchenhaft. Mathildas Schwert. Mathilda scheint toll zu sein. Das sieht aber jetzt aus wie bei Zelda, oder? Okay, das nicht. Ich wollte gerade sagen, das Schwert ist ja so groß wie sie. Ja. Zum Glück ein Biest. Führe ich ein Schwert in diesem Traum. Aurora, ob das so ein Traum ist, ich weiß es nicht. Okay, jetzt kommt nämlich das Hauptspielprinzip. Ein Bosskampf. Es ist ein Kampf. Einfach ein ganz normaler Kampf. So, also ich kann handeln, also im Sinne von einer Aktion durchführen. Ich kann Tränke nehmen, fliehen, Gruppe. Also ich kann auch mit mehreren Leuten zusammenkämpfen. Wir haben jetzt nur mich, deswegen geht das noch nicht. Die Zeitleiste unten, das ist wie bei den älteren Final Fantasy Spielen, wer die noch kennt. Also bis Final Fantasy 10, glaube ich, hauptsächlich. Da gab es auch mal so eine Active Time Battle Leiste, wo halt angezeigt wird, wer nach wem dran ist. Und das hängt halt vom Geschwindigkeitswert der Person ab. So. Du kannst wohl auch was machen im Kampf. Du, da links unten sind übrigens auch noch Leuchtepflanzen, links unten. Ich sehe schon. Ja. Du kannst wohl auch die Gegner festhalten irgendwie. Ich weiß immer noch nicht, wie das geht. Hieb. So, ich mach das jetzt einfach mal. Ich habe ja nur einen Gegner. Zack. Hab ihn kaputt gehauen. Jetzt ist er dran. Aua, hey. Nicht auch, ihre Krone ist runtergefallen. Ich kann auch verteidigen. Macht sofort, okay. Scheint es mir noch nicht helfen zu können. Ja, der war jetzt ja auch nur relativ schwach. Guck mal, fast ein Level aufgestiegen. Na, knapp. Ja, das hat knapp nicht ganz geklappt. Ich laufe mal hier weiter. Da war noch nichts, aber... Das war wohl nichts mit dem Klicken. Achso, das ist das Reingeh-Rausgeh-Symbol. Haben wir das auch gelernt. Aber, achso, okay. Dann hast du es sogar aus Versehen gedrückt. Dann ist es dir gerade noch geglückt. Hat mich jetzt nicht so entzückt, dass ich versehentlich geschehentlich... Ach, guck mal, das ist noch ein Kampf. Ah! Hereingelegt. Und wir, guck mal, hier mit linker Maustaste kannst du Gegner verlangsamen. Machst du das mal? Linke Maustaste. So, dann rückt er nämlich nicht so weit vor und ich bin gleich nochmal dran. So. Weil er dadurch sozusagen langsamer wird. Sehr schön. Ohne Schaden und Level 2. Wie das wieder läuft. Bisschen aufgestiegen. Was gibt's überhaupt? Lebenspunkte gibt's. Magiepunkte, Stärke, Verteidigung, Magie. Ein Fertigkeitenpunkt. Das heißt, wir können jetzt mal gleich ein Objekt gefunden. Sehr schön. Wählen neue Fähigkeiten. Ein Reim. Also das ist mein Fähigkeitenbaum, wo ich mich jetzt in verschiedene Richtungen entwickeln kann. Ich nehme an, dass hier rechts jetzt vom Angriffshieb ausgehend so ein bisschen Angriffssachen sind. Gegenangriff. Und hier so Verteidigungssachen. Gucken wir mal kurz. Also was gibt's hier als nächstes? Kann ich nehmen ein Lichtblitz gegen eine einzelne Dunkel. Licht ist eine starke Waffe gegen das Dunkel. Okay, also das könnte ich machen. Das ist dann so eine Fertigkeit. Vorbereitungszeit lang. Lichtstrahl. Ein mächtiger Lichtangriff mit einer Chance von 10%, einen sofort zu töten. Aber das ist dauert wie Solarstrahl. Halt, ja, es ist wie Pokémon, ne? Erhöht die maximalen MP. Na, das mache ich später. Das ist MP. Magiepunkte. Ah. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay. Dann hast du jetzt deine Lichtrasur. Sternlicht. Lichtrasur. Was gibt's hier noch? Meine Gruppe besteht aktuell nur aus Aurora. Niemand anders da. Fertigkeiten ist das. Okuli herstellen. Was sind denn Okuli? Keine Okuli ausgerüstet. Vielleicht irgendwie Ausrüstung. Das hat halt. Es gibt ja verschiedene für dein Schwert und deine Rüstung und deine Uhr oder so. Naja, so Anhänger am Amulett oder sowas. Inventar, da habe ich ein Heilkonikum. Eins, genau. Lebenspunkte, okay. Bekenntnisse. Sind noch keine da. Dann halt nicht. Wo geht's jetzt hier lang nochmal? Rechts zum alten Kloster. Und hier links geht's nirgendwo lang. Das hast du schon mitgenommen. Guck mal, da oben kannst du dich noch einsammeln. Entschuldigung, ich bin runtergefallen. Okay, ja. Sehr gut. Ich weiß allerdings noch nicht, was das für Dinger sind.
Also, hat doch gut geklappt. Wir haben uns alle geschnappt. Alle von hinten. Guck mal, kann ich den jetzt vielleicht von hinten überraschen? Dann habe ich vielleicht einen Initiativvorteil, dass ich zuerst dran darf. Aber dazu muss ich ja hier erstmal hochspringen können. Ich komme da irgendwie nicht hoch. Das ist auch eine Kiste, du musst da hoch. Kannst du da nicht jetzt machen? Guck, halt, wenn ihr kommt. Cool. Ich muss da gar nicht hoch. Lügt doch nicht. Hä? Das hat nur ein bisschen gedauert. Ach so. Und go. Ausgewählt. Das dürfen die auch. Seit wann darf man denn ausweichen? Ja, besiegt. Holst du noch links unten die Punkte? Ja. Was auch immer das für Punkte sind. Ist da oben ein Ast? Beim Festhalten der Gegner schaue ich so, als säße ich auf einem Klo. Ist das so? Ja, ich hab nicht das wollte ich die ganze Zeit reimen. Oh, guck mal, jetzt haben wir zwei Gegner. Oh, die greifen zuerst. Halt ihn fest, halt ihn fest. Nein, ich muss ihn fest. Oh, das ist gut gemacht. Konnten uns beide nicht angreifen. Ja, jetzt nur noch den anderen. Au, 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 zurückgesetzt. Ah, jetzt bin ich langsamer geworden dadurch. Okay. Hab aber nicht viel Lebensenergie verloren. Jetzt kannst du auch die Sachen einsammeln. Noch ein Stufenanstieg. Das geht am Anfang noch richtig schön schnell. Hm. Oh, guck mal, jetzt bin ich Maus. Okay. Fertigkeiten. Eine Fertigkeit. Jetzt kann ich auch die maximalen, also es ist auf beiden Seiten, jetzt kann ich ja mal gucken, was dann das nächste ist. Jetzt kann ich hier die Stärke aufwerten und da kann ich die Magie, erhöht die Magie da auf dem Zweier. Wir haben noch gar keine Magie, oder? Deswegen wundert es mich so ein bisschen. Magieresistenz aufwerten ist natürlich auch nicht schlecht. Die Frage, wo man dann so hinkommt, hier Sternenlicht. Also hier verstärke ich dann diese Sternenlichtfähigkeit, denke ich, noch weiter, weil hier mehrmals Sternenlicht 2, Sternenlicht 3 und so weiter ist. Ich würde schon ganz gerne in alle Richtungen zugleich gehen und nicht mich auf eine Sache spezialisieren. Ich will jetzt erstmal noch weitere Fähigkeiten haben. So. Gut. Okay. Haben wir jetzt Solarstrahl auch? Jetzt haben wir Solarstrahl. Mhm. Zurück? Ja. Hüpf, hüpf, hüpf. Ah, du musst mir leuchten, ich sehe sonst nichts, mein Freund. Oh. Du glimmender kleiner Freund, den ich bei mir trage. Hier ist meine Kiste. Ah, die kann ich schieben. So kann ich nicht mal dieses Rätsel versiegen. wie lasse ich wieder los? Achso, nochmal X. Ja, langsam lerne ich all die kleinen Tricks. Und den machen wir noch kaputt. Nein! Hier geht's lang. Oh. Erstmal ein Gegner. Die zwei. Die Zahl der Gegner ist nicht einerlei, Gia. So. Ob eins oder zwei, da ist gleich viel mehr Spaß dabei. Wow. Oh, die Krone ist wieder runtergefallen. Dass sie nicht besser auf ihre Krone aufpassen kann. Oh, klar. Was ist eigentlich mit diesen Spinnen? Die tun dir bestimmt auch weh. Kannst du die Kiste mal aufmachen? Um zu sehen, was wir dort erstehen. Okuli. Befestige Okuli an Ausrüstung, um die Charakterwerte zu steigern. Okay, dann... Müssen wir erstmal ein Okuli herstellen? Nö. Füllt Nahkampf... Kannst du mal mit der Maus nicht rumwedeln? Danke. Ungeschliffener Smaragd fügt Nahkampfangriff Blitzschaden hinzu, stark bei Wasser. Also wir müssen jetzt sehr genau gucken dann wahrscheinlich. Kann ich den jetzt irgendwo hinpacken? Nee. Achso, der ist jetzt da ausgerüstet.
Achso, ich kann dann sozusagen einen ausrüsten. Wenn ich jetzt hier noch andere hätte, dann müsste ich mir aussuchen, welchen davon ich nehme. Ich muss halt sehr genau gucken. Wahrscheinlich werden die Gegner später so Elemente haben. Mhm, und dann muss ich so gucken. Wie bei Pokémon. Genau, es ist alles wie bei Pokémon. Eigentlich ist das hier Pokémon. Aber warum stand denn vorhin zwei da? Weiß ich nicht. Wir werden das herausfinden, irgendwann. So, mit der Spinne kann ich jetzt ja gar nichts machen. So weit springe ich ja nicht. Aber ehrlich gesagt reizt es mich auch nicht, dieser Spinne zu schlagen ins Gesicht. Oder so. Aber mein Blitz erschreckt sie. Ja. Guck mal, Abschnitt 2. Die Königin des Lichts. Oh, sie ruft nach Hilfe. Oder irgendwas ruft nach Hilfe. Etwas, irgendjemand. Irgendjemand. Rechts zum alten Kloster. Wir wollen weiter zum alten Kloster. Mich wundert aber, dass wir tatsächlich ja immer noch da links hätten lang gehen können, ganz am Anfang. Ne? Das ist ja vielleicht auch nochmal einen kompletten Steine im Boden, die wachsen doch nicht. Was ist denn das? Ein Maulwurfvogel? Wer weiß. Kra, kra! Die hat ja viel zu sagen, die Krähe. Na, das reicht ja schon, diesen Einsatz. Dafür hat sie 10 Jahre lang gelernt. Oh, guck mal, wer ist das? Wir werden es herausfinden in Folge 2. Oh, ist schon die Folge zu Ende. Mann, ich wünsche euch schnell. Goodbye. Bis dann.